Radio SGU. Das Schulradio der städtischen Grundschule Olpen-Unterstadt. Wir machen Kinderradio. Schönen guten Tag, liebe Kinder SGU. Wir begrüßen euch zur 36. Sendung. Auch in dieser Woche begrüßen wir ganz herzlich alle Hörer von Radio Sunshine, die uns nun zugeschaltet sind. Hinter dem Mikrofon stehen heute Jaden, Eilina, Yannick und Nicolina. Damit ihr wisst, wer wir sind, stellen wir uns vor. Ich bin Nicolina, ich bin 10 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse. Meine Hobbys sind singen, tanzen, shoppen und chillen. Ich bin Yannick, ich bin 10 Jahre alt und ich gehe in die 5. Klasse. Meine Hobbys sind Fußball spielen und meinen Bruder nerven. Ich bin Jaden, bin 7 Jahre alt, 1. Klasse und mein Hobby ist Fußball. Ich bin Eilina, ich bin 6 Jahre alt und ich gehe in der 1. Schuljahr. Meine Hobbys sind Sport und Tanzen. Die Nachricht der Woche. Forscher haben herausgefunden, dass Kinder sich immer mehr von ihren Handys unter Druck gesetzt fühlen. Das bedeutet, dass die Kinder ständig ihr Handy in der Hand halten. Sie gucken sich zum Beispiel Videos an oder chatten mit ihren Freunden. Das ist nicht so schlimm. Aber immer mehr Kinder werden süchtig davon. Fast jedes 10. Kind zwischen 8 und 14 Jahre ist dadurch gefährdet. Wenn das Smartphone die ganze Zeit piepst und blinkt, werden viele von ihnen von den Hausaufgaben abgelenkt. Jedes 2. Kind sagt, dass es sich kaum noch auf die Hausaufgaben konzentrieren kann. Unser Tipp wäre deshalb, das Handy mal wegzulegen, rauszugehen und mit den Freunden richtig zu spielen und nicht nur zu schreiben. Hier ist Olli mit den Witz der Woche. Und der hat den Geburtstagskinder. Liebe Kinder, hier ist Olivier aus dem 3. Schuljahr. Jetzt kommt der Witz der Woche. Wie heißt dein neues Brüderchen? Fragt die Lehrerin. Die kleine Pauline, das wissen wir noch nicht, antwortet Paulina, es spricht so undeutlich. Und jetzt die Geburtstagskinder der Woche. Geburtstagskinder diese Woche, Melek aus dem 2. Schuljahr, Verena und William aus dem 3. Schuljahr, Ben und Philipp aus dem 6. Schuljahr, Toni und Donna bei Fräulein Natascha, Abdus bei Fräulein Corinne. Bei den Lehrern dürfen wir Fräulein Gabriele zum Geburtstag gratulieren. Euch allein Happy Birthday. Tschüss, euer Olivier. Vielen Dank, Olivier. Jetzt eine neue Geschichte von Jimmy Böhnchen. Böhnchen. Jimmy Böhnchen. Der geheimste Geheimagent der Welt. Nicht einmal der Profikiller Charlie Schütze kennt mich. Wenn ich Böhnchen kennen würde, wäre er schon tot. Wenn er noch lebt, heißt es gibt ihn gar nicht. Heute Agenten im Tiefschlaf. 11. November, 14.04 Uhr. Höre gerade meine neue CD, Schmusehits für Agenten. Was ich für dich fühle, ist geheim. Böhnchen, Jimmy Böhnchen? Böhnchen, wir haben einen neuen Auftrag für Sie. Echt? Cool, schießen Sie los. Die kanadische Superagentin Sandra McGuffin hat unsere Agenten mit Betäubungsmittel beschossen und sämtliche Festplatten geklaut. Mit all unseren geheimen Daten. Auch die Partybilder vom letzten Jahr. Du lieber Himmel. McGuffin ist jetzt auf dem Weg nach Toronto in Kanada. Böhnchen, fliegen Sie hinterher. Okay, Chef, wird gemacht.
10.30 Uhr am nächsten Tag habe Sandra McGuffin in Toronto ausfindig gemacht. Sie hat ein Treffen mit ihren Agentenkollegen auf einem Boot am Ufer des Ontariosees. Kollegen, in diesem Koffer auf dem Tisch sind sämtliche Daten der feindlichen Seite und... Nabend. Wer sind Sie? Agenten-Pizza-Service. Wir haben nichts bestellt. Komisch. Hier auf meinem Zettel steht's doch. Auf den Namen McGuffin, 4 Pizza Incognito mit viel Käse und einen großen Secret Salad. Nehmen Sie es wieder mit. Das wäre aber schade. Sie würden nämlich jede Menge Treuepunkte kriegen. Also, ich hätte schon großen Hunger. Ja, und bei der Pizza Incognito ist immer ein tolles Spielzeug im Käse versteckt. Ah, also gut. Okay, dann stelle ich mal alles hier auf den Tisch. So, das ist der Secret Salad. Das Mission Impossible Dressing? Her mit dem... Er hat den Koffer. Schnell! Aus dem Weg! Ich schieße auf ihn! Aua! Ah, das Betäubungsmittel! Gib's auf! Sie schlafen sowieso in 5 Minuten ein! Niemals! Mein Boot ist schneller als eures! Verdammt! Sie dürfen den Koffer auf keinen Fall kriegen. Wegschmeißen kann ich ihn auch nicht. Und in 5 Minuten schlafe ich ein. 10.39 Uhr. McGuffin ist dicht hinter mir, aber ich versenke den Koffer im See. Vorher habe ich einen langen Strick mit einer Cola-Dose dran gebunden. Na, guck dir blöd, was? Wenn ich wieder aufwache, kann ich in Ruhe nach der Dose Ausschau halten und den Koffer aus dem Wasser angeln. Bönchen, Jimmy Bönchen. Bönchen, um Himmels Willen, was macht der Koffer? Ich habe ihn McGuffin abgenommen und ins Wasser geschmissen. Was? Bönchen, Sie haben 2 Tage geschlafen. Und in der Zwischenzeit ist der Winter eingebrochen. Was? Der See ist zugefroren und das wird die nächsten 3 Monate auch so bleiben. Morgen früh muss der Koffer aber wieder bei uns sein. 16.50 Uhr. Seit 3 Stunden versuche ich mit einem Föhn ein Loch in den See zu schmelzen. Mann, hier tut sich ja überhaupt nichts. Das Eis ist mindestens 2 Meter dick. Na, ich sollte mir eine Bohrmaschine leihen. Jimmy Bönchen. Der geheimste Geheimagent der Welt. Wir Radiokinder sind am Dienstag auf dem Schulhof gegangen und haben für euch Grüße gesammelt. Jetzt kommt unsere Grußbox. Hallo, wie heißt du und wen möchtest du grüßen? Hallo, ich bin Enis, 12 Jahre alt und ich grüße Jasmin. Ich heiße Sheila und möchte Carla und Lena grüßen und Plamedi. Ich heiße Verena und ich möchte grüßen Sheila. Hier, Sheila. Ich heiße Yannick und ich möchte ganz... herzlich meine Mutter grüßen. Hallo, ich bin Rachel und ich möchte ganz herzlich Julia, Daphne und Nicolina grüßen. Danke. Hallo, wie heißt du und wen möchtest du grüßen? Ich bin Salimatu und ich möchte gerne Ines grüßen. Okay, danke. Hallo, ich heiße Julia und ich möchte Rachel grüßen. Und wen möchtest du begrüßen? Hallo, ich heiße Alain Mertens und ich begrüße die Kinder, die Radio SGU machen. Ich möchte grüßen Konstantin Amling. Und los. Wie heißt du und wen möchtest du begrüßen? Ich bin 7 Jahre alt und ich möchte grüßen Lubi Machtzei. Hallo, wie heißt du und wen möchtest du grüßen? Hallo, ich heiße Nicolina und ich möchte ganz, ganz herzlich Radio Sonnenschein begrüßen. Und hier kommt die Auflösung unserer Rätselfrage. Wir haben gefragt, wie heißt der Radiosender, der unser Schulradio auch sendet? Antwort A, Radio Unterstadt, Antwort B, Radio Sunshine oder Antwort C, Radio Spacko. Die richtige Antwort war B, Radio Sunshine. Gewonnen hat diese Woche Nora aus der 5. Klasse. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt unsere 9. Rätselfrage. Wie viele Treppenstufen gibt es in den beiden Treppenhäusern der SGU? Ich wiederhole, wie viele Treppenstufen gibt es in den beiden Treppenhäusern der SGU? Ein Tipp! Ihr solltet selbst nachzählen. Wir wünschen euch viel Glück! Zum Abschluss haben wir noch Musik für euch. Ihr hört jetzt Crow mit dem Titel Einmal um die Welt. Jetzt verabschieden wir uns. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Außerdem bedanken wir uns bei den Hörern von Radio Sonnenschein fürs Zuhören. Aus dem Studio SGU verabschieden sich Nicolina, Yannick, Jaden, Eilina.
Jackpot an Bord. Will von hier über London direkt nach New York. Denn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mein Geld, als ob es Brot wäre. Yeah. Nur noch Kaviar, Champagner oder Shampoos. Baby, ich erfülle dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach schauen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein, denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand können wir tun, was wir wollen, und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo Blahnik, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt für deine Schuhe gleich ein ganzes Schloss. Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen. Und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte. Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.